Willkommen zurück hier bei InGames, wo sich Spiele wie zu Hause fühlen. Wir spielen immer noch Uncharted 3, Drake's Deception. Marlo ist gerade da unten in dem Treibsand ja untergegangen, obwohl wir sie eigentlich retten wollten. Und nun müssen wir uns mit Sully ganz schnell aus dem Weg machen, auf den Weg machen, raus hier. Was ist mit drei Patronen? Oh, verdammt. Ich habe mich jetzt auf den Text konzentriert, weil da was mit drei Patronen stand. Ich dachte auch, er hält sich da fest, aber nein. Oha. Wo bist denn du, Sully? Oh, hier. Ich sehe schon. Das geht gerade noch so gut. Riesenkrater? Also gut. Wow. Ich beeil mich ja. Hochziehen, Drake. Hochziehen. Wow. Da geht's nicht weiter. Wir sind fast draußen. Fast draußen ist nicht wirklich draußen. Komm schon. Viel fehlt nicht mehr. Sully. Wow, 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 wow. Oh, ich habe aber auch immer so ein Glück, ne? Sully, helf mir. Kam Talbot jetzt bitte schön so schnell hier hoch? Och nö. Oh. Ey, der ist gar nicht mehr so schlecht. Ach du Mistkerl. Oh oh, ich schütze alles ein. Zack. In your face. Ey, ich dachte, ich hätte dich. Nein, 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 nein. Damit fangen wir gar nicht erst an. Zack, zack. Genau, komm her. Ich. Oh. Nein, 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 nein. Cool reingebissen, muss ich schon sagen, Drake. Wow. Nein. Das, der Typ ist 1A. Muss ich ja zugeben. Ah, das Spielchen kennen wir doch schon. Ja. Zack, zack. Wer hat denn jetzt das Messer? Ich krieg jetzt gerade gar nichts mit. Oh, oh. Oh, 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 oh. Nein. Oh, Gott sei Dank. Man geht halt nicht mit einem Messer zu einer Schießerei. Auf. Oh, verdammt. Ganz schnell hoch. Wir müssen hoch und Sully helfen. Wow, 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 wow. Ist das knapp. Oh. Ich muss nachladen, oder was? Oh. Hey, Moment! Ich musste nachladen oder irgendwas. Ich konnte auf jeden Fall nicht schießen. Erledigt. 1000 Kugeln, aber der steht immer noch. Oder auch nicht. Danke, Junge. Los! Wir flüchten. Oh nein, 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 nein. Sully. Wo sind wir? Wir sind tot. Im Himmel. Wir sind im Himmel. Im Himmel. Wow, jetzt kommen aber ganz schnell. Haben wir es geschafft? Sie sind los. Wir schaffen es nicht. Salim, schnell. Steigt auf. Los!
Malawi. So viel zum grenzenlosen Reichtum, was? Tja. Ist nicht viel, oder? Ist genug. Ja. Warte mal kurz, Nate. Alles klar? Ja. Ja, ich wollte dir eigentlich nur etwas sagen. Okay. Was gibt's? Also meine Kindheit war mies. Mein Vater eine Niete. Mit 40 war mir klar, dass ich nie einen Sohn haben würde. Ach, ich wollte nie einen. Was weiß ich denn über Kindererziehung? Dann bist du in mein Leben geplatzt. Hey, du musst jetzt nicht... Nein, hör zu. Ich muss. Ich habe viele Fehler gemacht, Junge. Viele. Und, tja, ich bin nicht perfekt. Machst du mir einen Antrag, Sully? Ich meine, ich mag dich. Stopp. Spiel einmal nicht den Klugscheißer. Wie lange trägst du den schon mit dir rum? Zu lang. Ich dachte, er wäre weg. Die Sache ist die. Wir können uns unser Leben leider nicht aussuchen. Echte Größe ist es. Das Beste aus dem zu machen, was man hat. Hey. Hi. Hast du was vor? Vielleicht? Das tut mir echt leid mit dem Ring. Na, ist okay. Dafür habe ich was Besseres. Lass uns verschwinden, ja? Ja. Los, hier lang. Aber... Na komm schon. Vertrau mir. Was hast du vor? Ist nicht dein Ernst. Es ist nicht so schön wie das, das ihr zwei vor 4 Jahren demoliert habt, aber... Na los. Mal sehen, ob ich noch weiß, wie man so ein Ding fliegt. Es sind aber auch Fallschirme drin, oder? 3? Ja, mehr oder weniger. Tja, das M habe ich nicht ganz so mitbekommen. Also... den Dialog jetzt gerade, aber wir sind schon beim Abspann und das bedeutet, dass wir eigentlich am Ende der Geschichte sind. Ich weiß jetzt nicht, ob zum Schluss nochmal ein Video kommt oder nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt bei 1 und 2 war. Ich glaube wirklich, dass nach dem Abspann alles vorbei ist. Ich könnte mich natürlich auch irren, aber ich meine mir da sicher zu sein. Aber gut, wir werden jetzt einfach mal abwarten. Gucken, was passiert. Natürlich lasse ich die Credits alle laufen. Ob ihr euch die anguckt, ist euch überlassen. Ich kann euch ja nicht dazu zwingen. Aber ich finde, wie ich bei allen Let's Plays das schon gemacht habe, die Macher, die Programmierer, alle, die dahinter stecken und hier erwähnt werden, haben es wirklich verdient, einmal gezeigt zu werden. Denn sie haben Großes vollbracht.
gerade mit Uncharted 3 muss ich sagen, dass das ein sehr, sehr geniales Spiel ist. Was mich ein bisschen gestört hat damals, war, dass der Endgegner Talbot nicht so ein wirklicher Endgegner war, wie zum Beispiel, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der hieß, auf jeden Fall der in Uncharted 2. Das war wirklich ein Final Fight oder auch in Uncharted 1. Das mit Talbot hier, das war zwar gut, war schön, vor allen Dingen, weil das auch mal Nahkampf war und nicht nur mit Waffen, aber ich hätte mir ein bisschen Schwierigeres vor allen Dingen vorgestellt, weil ich habe bis jetzt immer den normalen Schwierigkeitsgrad genommen, nicht den schwer. Und bei allen anderen Endgegnern brauchte ich mehrere Versuche, bin auch schon mal gestorben und so. Gerade im ersten Teil und hier im dritten Teil war das ja halt nicht so, ihr habt das gesehen. Okay, Sully ist einmal von dem Stein erschlagen worden, aber ansonsten nichts wirklich großartig Schwieriges, der Endgegner hier. Das ist so ein kleines Manko, was ich dem Spiel anmerken darf. Da hätte ich mir ein bisschen was Schwereres vorgestellt. Ansonsten von der Geschichte, von der Grafik, von dem Gameplay, von der Story, grandios. Es knüpft an, es hat alles, es hat Emotionen, es hat alle Charakter, es gibt Geschichtliches. Also wer Uncharted 1 und 2 gespielt hat, muss, wirklich muss Uncharted 3 sich gönnen und auch einmal spielen, weil es einfach nur grandios ist. Also es, Let's Play, jetzt habe ich mal gesehen zu haben, ist das eine, aber das Spiel an sich gespielt zu haben, muss auch einfach mal sein, weil das ist, gibt dieses spezielle Feeling, das kann man nicht durch Let's Play erleben. Ansonsten muss ich sagen, wie gesagt, alles super schön, tolle Story und ich würde mich sehr, sehr drüber freuen, wenn demnächst ein vierter Teil davon rauskommt. Ich weiß, dass Naughty Dog an anderen Projekten zurzeit arbeitet, aber so wie ich es von Gerüchten kann man nicht sagen, aber ich habe gehört, dass anscheinend arbeiten sie doch schon an einem Uncharted 4. Gut, manchmal kann es auch Gerüchte sein, das weiß man nie. Ich würde mich sehr freuen, weil es macht immer wieder Spaß mit Drake, ja, die Gegend unsicher zu machen. Gut, Sully könnte man vielleicht eine Pause gönnen. Für Elena tut es mir leid, also ich will nicht im vierten Teil schon wieder, dass die beiden sich trennen und dann wieder zusammenkommen. Das Mädel ist echt toll und Drake sollte mal endlich mal lernen, was er an ihr hat. Ansonsten, tja, was bleibt mir ansonsten viel zu sagen? Toller Abspann, besser als die letzten beiden. Da war es ja recht einseitig, nur Schriftzug. Hier sind noch schöne Bilder dran gesetzt. Abschließend kann ich natürlich noch sagen, ich habe jetzt an Uncharted 1, 2 und 3 Let's Played. Ein wenig einseitig natürlich für die Leute, die sich momentan eher was anderes gewünscht haben. Aber ich finde, dass diese Trilogie oder die Spielreihe, sage ich mal, könnte ja noch ein vierter Teil rauskommen, einfach gezeigt werden muss. Vor allen Dingen den ersten Teil, den kennen viele nicht. Den zweiten Teil und den dritten Teil gehört einfach dazu. Und wenn man die ganze Geschichte sozusagen abgeschlossen hat mit 1, 2 und 3, hat man ein perfektes Spielerlebnis und hat, sage ich mal, ja, wenn man das durchgespielt hat, dann kann man sagen, dass man das miterlebt hat und nichts verpasst hat. Weil, ja, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Aber was ich noch sagen wollte, für diejenigen, die jetzt Spiele einmal durchspielen und sagen, ah, okay, und das dann in der Ecke liegt. Nein, Uncharted 3 hat auch noch einen sehr, sehr genialen Multiplayer-Spieler-Modus, mit dem man wirklich viel machen kann. Und gerade im Mehrspieler-Modus mit anderen Leuten online zu spielen, sei es Deathmatch, sei es Kampagnen, also sozusagen hier Story durchspielen mit einigen Karten. Gibt viele Möglichkeiten. Es ist nicht nur der Single-Modus. Tja, was bleibt mir da noch zu sagen? Grandioses Spiel. Ich kann nur jedem raten, das zu spielen, das zu kaufen. Oder zu downloaden. Geht ja auch teilweise im PSN-Network. Ich guck mal gerade, wo wir hier sind bei den Credits. Ich glaube, das müsste irgendwie so am Ende des dritten Viertels sein. Das Orchester, Musik wird schon immer zum Schluss gezeigt. Oder meistens zum Schluss. Ach ja, zu dem Musik und dem Soundtrack. Also, ich kann dazu nur sagen, dass die Musik ist jetzt, okay, sie wirft mich nicht über den Haufen, aber es passt einfach. Die ganze Musik, der Background-Sound, alles sozusagen, es harmoniert einfach. Bei manchen Spielen findet man das eine gut, das andere gut. Hier kann man sagen, einfach nur top. Und ich bin froh, dass ich euch das in meinem Let's Play Video vorgestellt habe.
Mich würde auch mal interessieren, wer sich diese Credits jetzt ansieht und mir weiterhin zuhört. Und ob er sich das ansieht wegen den Credits oder wegen dem, was ich jetzt sage. Schreibt mir doch mal in den Kommentaren einfach mal, ob ihr mir bis hierhin zugehört habt. Ihr habt es ja dann mitbekommen. Würde mich sehr freuen, um halt Feedback mal zu bekommen. Damit ich auch weiß, was ich an meinen anderen Let's Play ein bisschen ändern kann. Ich bin sowieso mich mit den anderen in unserem Team am Beraten, wie wir teilweise bessere Let's Plays machen können. Für euch angenehmer, für euch spannender. Schließlich wollen wir euch ja unterhalten. Momentan einfach mit Let's Plays. Ich hoffe, ich habe das geschafft mit der Uncharted-Reihe. Ich habe letztens nochmal einen Teil von dem ersten angesehen und gemerkt, dass ich doch ziemlich einen anderen Stil habe, dass sich der mittlerweile entwickelt. Ich hoffe zum Positiven. Kann ich natürlich nicht beurteilen. Das müsstet, wenn überhaupt, ihr. Aber wir wollen uns halt eben entwickeln und für euch interessanter alles gestalten. Mich würde einfach mal interessieren, ob jemand, wie gesagt, die Credits bis hierhin eingeschaltet geblieben ist und mir jetzt zugehört hat. Wenn ich jetzt wüsste, wie lange das gehen würde, würde ich ja schon mal mich für alles bedanken, aber es ist blöde, mich jetzt zu bedanken für alles und dann am Ende müssen wir nochmal so 2 Minuten Credits angucken. Zudem weiß ich immer noch nicht, ob da jetzt gleich noch ein Abspann kommt oder nicht. Das ist zu lange her, dass ich das geguckt habe, also ich bin mir unsicher. Deswegen würde ich meine Verabschiedung viel eher im Titelbildschirm dann machen, glaube ich. Aber so wie es aussieht, sind wir am Ende. Wir sind schon bei Sony Computer Entertainment, beim Direktor, Online-Producer, Producer, SCII legal. Ist immer schön, wenn es legal ist. Also hier haben definitiv viel, viel mehr Leute mitgearbeitet an 1 und 2. Also der Abspann war da, glaube ich, nicht ganz so lang. Ich glaube, wir sind ja schon bei 5, 6, 7 Minuten um den Dreh. Müsste ich mir mal nachher mal angucken. Von den Bildern her sind wir aber so langsam, dass wir am Ende der Story sind. Also den Hintergrundbilder hier beim Credit. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet die ganze Zeit, welche Bilder da kommen. Ob das jetzt chronologisch ist oder nicht. Scheint aber doch, weil hier sind wir jetzt auf dem Tempel in der Wüste. Hier werden nochmal die Deutschen, die Spanischen, die Dutch-Niederländischen, Skandinavischen, Portugiesischen, Polnischen, Russischen, Amerikanischen, Finnischen und die Projektmanager auch nochmal erwähnt. Ah ja, was ich auch nochmal sagen will, für die Leute in Deutsch, die sich das mal an, das Spiel besitzen, tut euch das mal an und schaltet mal die Synchronstimme, nicht den Untertitel, den könnt ihr ja ruhig so lassen, aber die Synchronstimme auf Niederländisch. Ihr werdet 2 Sachen feststellen. Erstens, es gibt manche Sachen, die versteht man, obwohl man Deutscher ist. Einfach wegen dem Wortlaut. Und die Synchronisation. Ihr merkt endlich mal, viele sagen immer, die deutsche Synchronisation ist schlecht, die englische ist viel, viel besser. Wenn man sich mal die Synchronisation von anderen Sprachen ansieht, gerade mal so Niederländisch oder Spanisch, man lernt doch dann die deutsche Synchronisation zu schätzen. Sie ist nicht vielleicht so gut wie die englische oder auch bei manchen Spielen die japanische. Das hat einfach Kult und das ist Original und gehört dazu. Aber so schlecht ist die deutsche Synchronisationsarbeit nicht. Also die Deutschen hier mit der Synchronisation, die geben sich echt Mühe und versuchen das auch regelmäßig zu verbessern. Klar, es gibt immer wieder ein paar Spiele, wo man sagt, nein, danke, total beschissen. Aber wenn man sich dann mal andere Synchronisationen anguckt, dann weiß man, wo die noch in den Kinderschuhen stecken und teilweise Fehler machen, das gar nicht so richtig rüberbringen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass das nicht mit den Lippen synchron ist. Das ist beim Deutschen genauso. Das ist einfach, man kann da nicht viel ändern, wenn man das aufs Englische abgestimmt hat. Aber man lernt es halt zu schätzen, die deutsche Synchronstimme. Und ich finde auch, bei den Spielen, wo es die deutsche Synchronstimme gibt, tue ich sie mir einfach an. Erstens, weil ich wissen will, wer da synchronisiert. Manchmal kennt man die auch aus anderen Spielen, die Stimmen. Aber auch, um es mir einfacher zu machen, weil das Ganze auf Englisch zu hören, dann nur mit den Untertiteln. Und ihr habt ja auch selber gesehen, dass teilweise der Untertitel mit dem
Gesprochene nicht übereinstimmt, also dass dann Satzlaute anders sind, dass dann ein anderes Wort dabei ist im Geschriebenen, was gesprochen gar nicht war, und manchmal sogar der ganze Satz anders rübergekommen ist. In der Sinngebung der gleiche, aber von der Rüberbringung komplett anderer. So, jetzt habe ich mich aber auch genug um Kopf und Kragen geredet, dass da jetzt so viele dabei sind, da habe ich jetzt gar nicht gewusst. Also, wir sind ja jetzt ganz schön bei 10 Minuten, keine Ahnung. Das wird ja doch ein längerer Part. Ich war schon, wo wir beim Ende waren, irgendwie bei 10 Minuten, glaube ich. Ich dachte, oha, kann ich so einen kurzen Part überhaupt hochladen? Muss ich da irgendwie nochmal ein bisschen was reden? Aber ich habe jetzt gerade weniger zum Reden, als ja, Credits kommen und viele, viele Credits. Gut, ich denke mal einfach, jetzt geht's hier mit Korea auch noch los, aber ich höre keinen Soundtrack mehr. Ich habe hoffentlich keinen Stecker gezogen. Nee, ich höre keinen mehr. Ich fange einfach mal an. Ich hoffe, die Leute, die... Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöde, weil bei den anderen Let's Plays habe ich die Danksagung nach dem Credits gemacht. Wenn jetzt einige das hier überspringen, weil sie denken, dass also die Danksagung am Ende kommt, dann, ja, dann hören die davon nichts. Und das ist natürlich schade. Ich möchte mich natürlich für all die Zuschauer, die fleißig bis hierhin mitgeschaut haben, sich die Let's Plays kommentiert haben, mitgefiebert haben, möchte ich mich natürlich bedanken. Die Frage ist nur, wie lange zieht sich das jetzt noch hin? Moment, dieses Bild kenne ich, das habe ich schon gesehen. Das ist Drake. Wiederholen sie sich? Oder ist das jetzt irgendwie was Besonderes? Habe ich was verpasst? Wenn die sich jetzt wiederholen, dann ist das blöde. Dann habe ich nämlich gar keinen Anhaltspunkt. Aber da gibt es auch manche Positionen, da habe ich keine Ahnung, was das überhaupt für eine Leitung sein soll oder... Bei manchen, ich bin ganz ehrlich, bei manchen denke ich auch einfach, die wissen nicht, was für eine Hauptfunktion derjenige gemacht hat. Er hat es aber so viel dazu beigetragen, dass es erwähnenswert ist, also irgendwas da hinschreiben. Irgendwie könnte das ja, Hauptsache da steht irgendwie was ganz Langes, was Wichtiges, dann war er auch beteiligt und wir können ihn auflisten. Hier ist Abkürzung CSCEH, keine Ahnung wofür das steht, Tschechien. Könnte sein. Special Thanks. Oh, das ist ganz zum Schluss. Hoffe ich zumindest. Letztes Mal habe ich das auch gesagt. Aber da kommt nichts mehr. Ah, das könnte gut sein. Nein, sieht nicht so aus, als wenn noch eine Sequenz kommt. Da er schon automatisch speichert. Ich denke mal, er wird uns ins Titelbildschirm zurückholen. Und genau das tut er auch. Gut, dann bleibt für mich eigentlich nur noch das zu sagen, was ich eigentlich gerade schon in den Credits tun wollte, nämlich ich bedanke mich bei allen Zuschauern, bei allen Abonnenten, bei allen, die uns geliked haben, die uns Kommentare hinterlassen haben, die fleißig mitgefiebert haben, die Kritik geäußert haben, dürft ihr auch immer gerne tun. Wenn ihr irgendwas nicht mögt oder findet, dass etwas besser sein könnte, schreibt uns. Wir können nur daraus lernen. Wir versuchen es euch immer so angenehm und spannend wie möglich zu machen und auch informativ. Aber ohne Feedback ist das halt schwer. Und durch Kritik lernt man. Ich danke natürlich auch noch an meinem Team, unter anderem Dark Shadow und Yami Kane, die mich weiterhin unterstützen und die auch selber teilweise Beiträge bringen. Dark Shadow ist da auch momentan ziemlich aktiv, aber ich will jetzt auch gar nicht so viel Werbung machen, sondern mich einfach für die Leute bedanken, die mir hier treu geblieben sind. Ich hoffe, die anderen Let's Plays, die ich bringen werde, werden euch genauso interessieren. Und ich sage zum Schluss nur noch, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder, wenn es heißt In-Games, hier, wo sich Spiele wie zu Hause fühlen. Bis dahin.